So, ihr Lieben, die Anja ist heute hier und die Anja, die hilft mir heute beim Film. Ich habe jetzt mal die Kreisschablone von der Frieda genommen und das Innenleben aufgeklebt. Denn es ist eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt euch Schwarz und sprüht jetzt nur einmal unten am Rand lang. Also für euch ist es jetzt oben, aber ne, eigentlich unten. Ihr müsst euch das andersrum vorstellen, seitenverkehrt. Jetzt nur einmal am Rand lang. Fertig. Dann lasse ich das auch immer drauf. Und dann setze ich das Gegenstück direkt drauf. Nehme mir dann das Innenleben wieder raus. Gleiches Spiel, nur genau andersrum. Hier habe ich jetzt die schwarze Außenkante. Das heißt, ich muss jetzt oben schwarz sprühen. Und auch nur einmal am Rand lang und ungefähr von der Mitte zur Mitte. So, das war schwarz. Und das gleiche jetzt nochmal von unten. Das war wahrscheinlich schon zu viel, aber das ist heute meine Pistole, die streikt, die will heute nicht. So, und wenn das Ganze dann fertig ist, sieht es so aus. Ich zeige euch das dann nachher nochmal, wenn es versiegelt ist. Aber das ist schon die Bubble. Ja, also ganz einfach. Dann machen wir noch eine zweite. Genau. Da haben wir noch den Daumen. Da wollte ich aber gerne andere Tropfen nehmen. Ich habe dann hier den Tropfenmix und habe mir das schon so ausgelöst, dass ich positiv und negativ passend nebeneinander liegen habe. Jetzt muss ich nur gucken, was hier am besten. Ich will ja auch einen coolen Tropfen haben. Setzen wir den einmal da oben hin und den anderen da unten. Gleiches Spiel. Mit Schwarz unten einmal nur den Rand. Wirklich nur einmal lang hauchen, so als würdet ihr nebeln. Mehr ist es nicht. Dann wieder passend draufsetzen, abnehmen. Auf der anderen Seite einmal kurz lang hauchen, aber wirklich nur hauchen. So. Ich versuche dann mit meiner Pistole auch nochmal zu hauchen, die mich heute ein bisschen ärgert. Bubble Nummer 1. Wieder passend raussetzen. Das Innenteil rausholen. So. Also wichtig ist, dass ihr ein Motiv drunter habt, egal was, damit ihr die halt diesen 3D-Effekt habt, ne? Also nicht irgendwie auf einem leeren Nagel drauf machen. So, wieder an der Kante lang. Einmal schwarz. Das ist übrigens, wenn ich immer sage, wenn eure Pistolen mal nicht wollen, also die zickt heute wirklich, mal voll Gummi geben, das einfach nur Hebel ganz nach unten drücken, nach hinten ziehen, loslassen. Das ist Gummi geben. Das ist einfach nur, damit diese Farbpigmente, die vorne fest sind, rausgesprüht werden. Das sind dann zwei Tropfen. Das war's schon. Ergebnis kommt später, genau.